Vor drei Monaten war es die Bilder, die Szenen, die Bochums größten Erfolg in der Vereinsgeschichte zeigen. Vorletzter Spieltag, letzte Saison mit dem Sieg über St. Pauli erreicht der VfL Bochum zum ersten Mal den UEFA Cup. Premierenstimmung also hier zum ersten Mal ein Europacup-Spiel in Bochum. Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen aus dem Ruhrstadion. Es gilt für den VfL. Sie hören die Stimmung hier vor den 24.000 Zuschauern. Die einzige Niederlage aus dem Hitbett zu machen. Hier im Heimspiel. Aber was heißt schon Heimspiel, wenn wir uns hier umgucken? Ich würde mal sagen, eher halbe. Es sind mehr als 10.000 Anhänger von Absatz vor. Und die werden es dem VfL schwer machen, den Heimspielbonus zu nutzen. Der VfL wäre der vierte deutsche Verein, der die zweite Runde erreichen könnte, denn die anderen drei deutschen Clubs im UEFA Cup haben diesen Schritt bereits geschafft. Wir schauen mal auf die Ergebnisse des Nachmittages. Der Karlsruher SC mit einem 1:1 mager zwar, aber immerhin gegen Famagusta in Zypern ist das. Schalke dann mit einem 3:2. Weniger erwartet in Split gegen Hajduk nach dem 2:0 im Hinspiel. Und schließlich 1860 München gegen Jaspori mit einem 6:1. Jetzt also liegt es am VfL Bochum, das Quartett zu vervollständigen im UEFA Cup. Kalli Feldkamp, großes Fragezeichen, wenn man den VfL so betrachtet. Aus in der Vereins, im Vereinspokal, DFB-Pokal. Mäßig in der Bundesliga. Diese Premiere hier möglicherweise zum falschen Zeitpunkt kommt. Nein, absolut nicht. Was will ich denn als Trainer besser haben, als solche Möglichkeit, diese Mannschaft aufzubauen? Wenn ich heute trainieren müsste, stundenlang, und müsste die richtig von der Moral erpacken, das kann ich im Training nicht simulieren. Das ist das richtige Spiel. Auch wenn sie verlieren. Es kommt nur darauf an, wie sie das Spiel heute über die Runden bringen, um daraus die Kraft zu nehmen. Da ist der Trainer gefragt und wir hören mal, was der Kaufmann sagt im Gespräch mit Rolf Topperwien. Des Ruhrstadions Klaus Toppmöller. Viele spekulieren darüber, kommt in diese Spiel jetzt eher gelegen oder eher ungelegen? Ich glaube, dass sie viel gelegen kommt, denn wir haben heute mit Stickrott Pechel wieder verletzt dabei. Und ich glaube, dass die Mannschaft hier sich den Mut und die Leidenschaft und die Begeisterung wieder zurückholen kann für die erste Bundesliga. Obwohl es kein reines Heimspiel ist, die 10.000 Türken machen einen Riesen. Ja, das ist ja normal, wenn die türkische Mannschaft hier in Deutschland spielt, dass da die türkischen Fans leidenschaftlich mit dabei sind. Aber ich glaube, dass unsere Fans heute beim ersten Europacup-Spiel in der Geschichte uns so unterstützen werden. Ja, die Gruppe ist schon angesprochen. Wie sieht die Mann auf den Samstag? Wie ist die Zuordnung? Sie anfangen wollen schon den ganzen Weisung Türken, der spielerisch eine sehr gute Mannschaft stellen. Er ist nicht gekommen, dass wir eine frühe Entscheidung suchen. Und wir fangen an mit Gospodarek im Tor, dann mit Rot-Walter und auf einer Linie oder Stickrot dahinter? Stickrot soll schon dahinter, denn der Hammer ist ein sehr torgefährlicher Mann, sehr schnell, ja. Hakt sehr gut ab und er muss schon als Absicht schon dahinter sein. Dann werden wir anfangen im Mittelfeld mit Peschel, mit Dickhaut, mit Wosch, mit Hoffmann und Reis und in der Spitze mit Kötzl und Joran. Okay, dann wünschen wir alles Gute. Vielen Dank, Tobi. Bitte. Vielen Dank. Kalli Feldkamp, wer anders könnte über den türkischen Fußball berichten als du? Meister mit Galatasaray, Pokalsieger, Supercup-Gewinner. Trabzonspor Beleg auch dafür, dass auch außerhalb die besten vergessen. Pressecup. Pressecup, oh, noch eine Menge zu gewinnen in der Türkei. Ja. Trabzonspor ist das auch ein Beispiel dafür, dass auch außerhalb Istanbuls guter Fußball geboten wird. Als ich dort gearbeitet habe, war das für mich der Gegner, den ich immer beobachtet habe. Sie haben nur einen Nachteil. Sie müssen eigentlich von dort oben immer reisen. Sie haben mehr Auswärtsspiele als wir Vereine, da sie in Istanbul hatten. Aber diese Mannschaft war für mich eigentlich immer die Mannschaft, die am besten im Fußball umgesetzt hat. Etwas schlechter, also besser als die Türken das je konnten. Ich halte diese Mannschaft für sehr gut. Wir haben sie letztes Jahr auch gegen Schalke gesehen, auch da waren sie gefährlich. Und Gerrit Schnarr hat die Mannschaft begleitet und beobachtet gestern, als sie hier angekommen ist. Trabzon am Schwarzen Meer, Standort des Vereins Trabzonspor und Heimat von 200.000 Menschen. Alte Heimat auch für viele Türken, die mittlerweile in Bochum leben und dem Spiel entgegenfiebern. Als ihre Helden aus Trabzon endlich eintrafen, zeigten sie keinerlei Berührungsängste. Typisch türkisch irgendwie. Im Vereinsheim vom SV Türkeyumspor, einer Kreisligamannschaft aus Bochum, wird einem eines schnell klar. Fußball ist für die Türken viel mehr als nur eine Nebensache.
Der Fußball vereint, verschafft ihnen Lebensfreude. Vorfreude und Aufregung auch bei Nesat Gülünoglu und Yilmiray Baztürk vom VfL Bochum. Geteilte Sympathien bei ihnen und den anderen Bochumer Türken. Ich hoffe, dass Trabzon weiterkommt, aber ich hoffe auch, dass Bochum irgendwie weiterkommt, weil Trabzon ist ja jedes Jahr im UEFA-Pokal drin, ne, in diesen Wettbewerben, und Bochum ist vielleicht einmal in 100 Jahren drin. Und daher hoffe ich als Bochumer, dass Bochum sich mal im UEFA irgendwie ein bisschen etabliert. In den Reihen von Trabzonspor weitere Berührungspunkte. Für einige ist Deutschland die zweite Heimat. Viele sprechen fließend Deutsch, haben im Ruhrgebiet und anderswo Familie. So wie Kapitän Ogün und Trainer Yilmaz. Es ist so, meine Familie lebt immer noch hier. Meine Frau und ich habe zwei Kinder hier. Und das Gefühl ist schön. Wenn ich hier bin, dann fühle ich mich wohl. Egal, wer dieses Spiel gewinnt, für die Türken gilt, Hauptsache, es gibt Fußball. Gestern waren 1000 Fans hier beim Training und auch heute ist die Stimmung riesig auf der Party hier auf der Autobahn. Viele, viele türkische Mitbürger mit den blau-roten Schals und sogar der Ministerpräsident ist da. Das ist ein Titel. Ja, der Ministerpräsident ist hier. Haben ihren Besuch von etwa so gelegt, der Ministerpräsident hier in Köln in Bochum? Nein, dieser Termin wurde schon vor 4 Monaten festgelegt. Das ist reiner Zufall also. Woher rührt denn Ihre die Nähe zu diesem Club, zu Trabzonspor? Trabzon ist die Nachbarstadt meines Wahlbezirks. Ich habe eine besondere Sympathie für die Mannschaft. Sie sprechen fabelhaft Deutsch. Ich weiß, dass Sie in Deutschland studiert haben, in Köln. Was haben Sie studiert? Volkswirtschaft. Wer hat Sie auf die Idee gebracht, nach Deutschland zu gehen? Damals. Ich habe auch in meiner Grundschule Deutsch studiert. Ich habe mein Abitur in der Türkei gemacht, aber auch die Universitätsstudium habe ich in der Türkei gemacht. Ich habe zum Teil meine Doktorarbeit an der Kölner Universität vorbereitet. Sie haben heute mit Bundeskanzler Helmut Kohl lange zusammengesessen und konferiert. Mit welchen Ergebnissen, mit welchen Hoffnungen fahren Sie nach Hause in die Türkei? Ich bin äußerst zufrieden mit diesem Gespräch. Herr Bundeskanzler hat mir seine Unterstützung für die Bemühungen der Türkei, sich mit der Europäischen Union zu integrieren, bekräftigt. Und das war eigentlich das Ziel meines Besuches. Danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen ein schönes Spiel und alles Gute für Ihre Zukunft. Vielen Dankeschön. Es gab hier Riesensicherheitsvorkehrungen rund ums Stadion. Ist auch klar bei diesem hochkarätigen Gast. Ein Wort zum Gegner. Zweiter in der türkischen Meisterschaft in der Tabelle im Augenblick. Und Thomas Wark hat das Hinspiel beobachtet. Und er hat insbesondere Auge auf ein Quartett geworfen. 4 Namen über die Grenzen der Türkei hinaus bekannt. Der zurzeit beste türkische Stürmer. Hami, 31 Jahre alt, 75 Länderspiele. Auf der rechten Seite ein Dauerduell mit Verteidiger Reis und ein Problem für die gesamte Bochumer Abwehr. Hami. Der vielleicht beste türkische Spieler überhaupt, Abdullah, 25 Jahre alt, 74 Länderspiele, rechts wie links, vorne wie hinten, Regisseur und Distanzschütze. Der blonde Türke. Einer der auffälligsten im Hinspiel, Çetin, mit Borussia Dortmund, deutscher B- und A-Jugendmeister, bei den Profis nicht gut genug. Glücklicher Torschütze des für Bochum unglücklichen 1:2 vor 14 Tagen. Çetin stürmt auf der linken Seite. Der ruhende Pol in der Abwehr. Ogün, nächste Woche 27 Jahre, 54 Länderspiele. Der Kapitän und Libero. Ihn zu umspielen kann schmerzhafte Folgen haben, wie Juran mehrfach zu spüren bekam. Die restlichen Tore vor 14 Tagen übrigens 11 Meter. Der erste für Bochum in der zweiten Minute. Baluczynski, der Pole, traf vielleicht Bochums Millionentor. Der Ausgleich für Trabzon nach einer Notbremse von Torwart Gospodarek. Hami, der Torschütze, der Mann mit dem härtesten Schuss. Spannung fürs Rückspiel, weil das Hinspiel so ausgeglichen war. Kalle, sind das die richtigen 4? Haben wir einen vergessen? Ja, wir haben einen vergessen, Ünal. Und der ist heute nicht dabei. Das ist absoluter Leistungsträger und vielleicht für Bochum, für meine Begriffe, ein Vorteil. Denn er kann einen Ball halten, er kann ein Spiel entscheiden. Aber so ist es manchmal. Da muss man mit fertig werden aus der Sicht der Türken.
Vorteil jetzt für Sie, liebe Zuschauer, bei der Chance, bei uns zu gewinnen, bei unserem Gewinnspiel. Hier kommt die Frage an Sie, an die Fußball-Expertin. Die Frage, die mit dem VfL Bochum zu tun hat, nämlich, wie viele Spieler des VfL Bochum haben bisher in der A-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt, also auch richtig gespielt, nicht nur im Aufgebot? Keiner, einer oder waren sogar zwei, und das sind Ihre Gewinne. Das sind die Preise. Der Mazda 323F, das Coupé mit vier Türen und Platz für fünf. Der Mazda 323F im Wert von 28.000 Mark. NKL, die Nordwestdeutsche Klassenlotterie, stiftet ein Traumwochenende mit Ballonfahrt für zwei Personen und je fünf NKL-Lose, mit denen Sie bis zu 10 Millionen Mark gewinnen können. Gewinnen Sie jetzt eine von fünf Free and Easy Cards, die Telefonkarte fürs Handy von E-Plus, inklusive E-Plus Handy Kompakt und Gesprächsguthaben. Die Württembergische Versicherung bessert Ihre Urlaubskasse auf. Gewinnen Sie eine Reise von der Württembergischen Versicherung im Wert von 2.000 Mark. Rufen Sie an 0190 36 11 11 oder 0190 36 26 26. Die Leitungen sind bis Spielende geschaltet. Weitere Informationen finden Sie im Videotext auf Tafel 578. Ja, Kalle Feldkamp, kurz vor dem Spiel, es geht gleich los. Also, was muss der VfL Bochum tun, damit er hier nicht nur den Sprung in die zweite Runde schafft, sondern dass er wieder zu diesem Selbstbewusstsein findet, was er in der letzten Saison gehabt hat? Also, wenn er die zweite Runde erreicht, dann hat er sehr viel getan. Dann soll man noch nicht über die Bundesliga reden. Sie müssen heute provozierend spielen. Sie müssen in den Strafraum rein, Sie müssen Freistöße rausholen, Eckbälle rausholen. Hier kann man nicht viele Querpässe spielen. Man muss die türkische Mannschaft so unter Druck setzen, dass sie gelbe Karten bekommen. Es muss alles ausgereizt werden, was man im eigenen Stadion haben kann. Sogar die 120 Minuten und das Elfmeterschießen. Also früh angreifen, Pressing vorne schon spielen, ja, schon in der eigenen Hälfte unter Druck setzen. Das würde ich nicht so sehr sehen. Also wenn man im Ballbesitz ist, dann muss man aber auch die Pässe spielen, die dem Gegner auch wirklich Schwierigkeiten bereiten. Also, wir geben es weiter auf den Rasen. Wir müssen es noch hinkriegen. Ich habe es weitergegeben. Ich habe mich lange mit Bosch unterhalten. Liebe Zuschauer, es kann losgehen. Das Spiel, das Rückspiel, die Premiere im Europacup zwischen dem VfL Bochum und Trabzonspor. Die Bildregie haben Wolfgang Sell und Thomas Sohns und der Reporter ist Thomas Wag. Viel Spaß dabei. Bochum gegen Trabzonspor wird Ihnen präsentiert von ZDF und Krombacher. Im Moment sind sie rausgekommen, da unten aus dem Keller, rauf auf die europäische Bühne. Von tief im Westen hoch in den europäischen Fußball. Und bis dahin, bis es soweit ist, stehen 90 Minuten Schwerstarbeit an. Oder, wie man hier sagt, Maloche. Die Jungs vom VfL konnten es gar nicht abwarten, rauszukommen. Während jetzt hier die Kapitäne das erste Ritual pflegen, die Platzwahl. Orgün ist das und Darius Wosch, der Schiedsrichter in der Mitte, der heißt Miroslav Radoman, kommt aus Jugoslawien, hat noch nie eine deutsche Mannschaft gepfiffen und der VfL wird zuerst mit der eigenen Fankurve im Rücken spielen, fast paritätisch aufgeteilt hier die Platzanteile im Ruhrstadion, links das ist die Kurve hier des VfL. Beste Stimmung seit fast zwei Stunden. Bochum, ich stehe auf dir, sagen Herbert Grölmeier eben vom Band. Das ist die Hymne hier und alle haben sie mitgesungen, bis auf die hier. Die haben ihre eigene Hymne mitgebracht. Also gut 10.000 türkische Freunde werden es jetzt schon sein. 24.500 insgesamt im Stadion. Das Jahr 31.000 fast, aber sie kennen die Regularien der UEFA. So wird Trabzonspor versuchen, hier das 2:1 zu verteidigen. Doppelter Libero mit den Nummern 18 und 19, nämlich Orgün, der Kapitän, und Tolunay, das vielleicht am auffälligsten. Und auf der linken Seite die Paradereihe von Trabzon, Abdullah mit der 21 und Hami mit der 10. Zwei Weltfußballer, da übertreiben wir nicht. Schiedsrichter
Radomann hat erstmal kontrolliert, ob seine Linienrichter, ob seine Assistenten richtig stehen. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Anstoß für den VfL von links nach rechts. Vier Umstellungen insgesamt. Die taktische Aufstellung haben Sie ja bereits gesehen. Also Stickroth, Kötzle, Peschel und Hofmann. Das sind die Änderungen im Vergleich zum Hinspiel vor 14 Tagen in Trabzon. Bei den Türken insgesamt zwei Änderungen. Ünal und Çetin sind draußen. Vukrinec und Tolunay heißen hier die neuen Leute. Stickroth, der Libero, deutlich zu sehen. In den ersten Minuten erstmal auf Ordnung in den eigenen Reihen bedacht. Das, was dem VfL zuletzt so manches Mal gefehlt hat. Aber heute sagen sie, heute ist nicht Liga-Alltag, heute ist Europapokal. Da wollen wir die Bundesliga mal vergessen. Thomas Reis. Juran. Wieder Reis. Kein Foul von Misse Misse. Oder doch, gibt Freistoß. Einer von zwei Ausländern in der türkischen Mannschaft, und das ist Thomas Reis, der es im Hinspiel so schwer hatte gegen eine der Stars, gegen Hami. Waldorf, der Kopfballstärkste mit vorne. Juran mit dem Kopf, und das begann fast so, ja, fast genauso wie vor 14 Tagen. Da hatte Juran zu diesem Zeitpunkt, exakt zu diesem Zeitpunkt, die erste Aktion im Strafraum, danach gab es Elfmeter. Heute war es ein Kopfball, kein schlechter Anfang. Der Freistoß von Wosch. Und hier der Kopfball von Juran. Ist froh, dass er mitmachen kann, zeige Juran, denn er war in der letzten Woche von einer schweren Bronchitis gebeutelt. Hami. Waldorf zum ersten Mal Sieger. Bin gespannt, wie Thomas Reis und Waldorf da drüben, wie eng sie sich dieses Mal um Hami kümmern werden. Und wie im Hinspiel in der Mitte, Mirko Dickhaut orientiert sich so ganz langsam zu Abdullah. Misse, Misse, Nationalspieler aus Kamerun. Hami. Gegen Stickroth. War der VfL einen Moment überrascht, und das, wovor sie Angst haben, die flott vorgetragenen Konter. Kracht, Wosch, gibt Freistoß. Vorteil, hat Schiedsrichter erkannt, und dann war der Vorteil auch schon vorbei. Dickhaut gegen Abdullah. Nervöser Beginn, und dazu tragen die vielen Zuschauer hier sicherlich bei. Tolle Atmosphäre, und das absolut freundschaftlich. Stickroth. Reis. Wosch und wieder Juran. Eine der Spezialitäten von Mirko Dickhaut. Wenn er seine Bewachung von Abdullah erledigt hat, in den eigenen Angriff mit einschalten. Distanzschüsse zählen zu seinen Spezialitäten, und der war ganz knapp vorbei. Ich weiß nicht, ob Torwart Metin daran gekommen wäre. Hier nochmal.
Da war er nicht dran. Peschel. Wosch. Gerade von Peschel soll Wosch ja profitieren. Hatte seine Probleme in den vergangenen Spielen, weil er als Spielmacher zu oft überlastet war. Stegrot, auch er soll helfen. Hofmann. Stegroth hat viel Platz, wird immer noch nicht angegriffen. Vukrinec, ein Kroate. Abdullah hat heute das rote Schuhwerk gewählt. Tolunay war im Hinspiel nicht vorbei, weil er verletzt war. Hami und Abdullah und Vukrinec, der Kroate. Hofmann kommt dazu. Vukrinec, Hami. Hofmann hatte aufgepasst. Der VfL sehr, sehr konzentriert in diesen ersten 7 Minuten. Hofmann, Platz da. Peschel. Keine lange Diskussion. Vielleicht haben Sie es im Vorbericht gesehen. An Orgün, dem Kapitän, vorbeizuwollen, bedeutet oft eine schmerzhafte Erfahrung. Jetzt hat Special erwischt. Orgün, knallharter Abwehrspieler, Chef bei Trabzonspor. Wieder Wosch beim Freistoß und wieder alle langen Kerls mit im Strafraum. Kracht, Waldoch, Kötzle. Abdullah. Abseits. Reis. Stegroth und Hofmann weicht jetzt auf die rechte Seite aus. Peschel. Kötzle. Der VfL in dieser Anfangsphase mit vielen Positionswechseln. Es soll Verwirrung stiften und gerade das war im Training zweimal zuletzt immer wieder geübt worden. So, da gibt es die erste gelbe Karte. Mehmet war es, unbelastet bis dahin. Ja, er wollte den Ball spielen, getroffen hat er ihn nicht. Stegroth. Der Allrounder beim VfL hat eigentlich schon alles gespielt, bis auf Torwart. Eine der Spezialitäten von Klaus Toppmöller, jedem Spieler immer wieder aufs Neue eine neue Position zuzuteilen. Heute ist Stegroth Libero weit hinter den Manndeckern. Abdullah.
Sehr konsequent gestört von Hofmann. Einer der Allrounder. Das schmeckt Abdullah überhaupt nicht, dass er bis jetzt so eng gedeckt wird. Bosch gegen Abdullah. Da treffen sich die beiden Spielmacher mal. Juran. Vom Eingeschmack sehr hohes Bein von Iskender. Aber der VfL wieder in Ballbesitz. Fächel. Reis. Reis. Und jetzt bekommt Juran eine gelbe Karte, weil er in der Situation zuvor wohl zu hart eingestiegen war. Unmittelbar nach Abschluss dieser Chance durch Thomas Reis. Hier nochmal der Pass von Peschel, verlängert von Juran. Und Reis stand nicht im Absatz, wie die Türken reklamierten. Also gelbe Karte für Sergei Juran. Das ist seine zweite. Und damit sollte der VfB die nächste Runde erreichen. Sollte der VfL die nächste Runde erreichen, da wird Juran dann zuschauen müssen. Waldoch. Dickhaut. Auch das ein ganz interessantes Duell. Das Spiel wird etwas härter jetzt nach knapp 13 Minuten. Sicherlich auch durch die Aktion von Juran oder wie jetzt drüben von Thomas Reis. Während Iskender da auf dem Boden bleibt. Deshalb die Unterbrechung da oben am Bildrand haben wir es. Hat sie alle wieder überrascht mit der Aufstellung, Klaus Toppmöller. Gestern hieß es offiziell, Peschel und Stickroth könnten auf keinen Fall spielen. Das hat er durch einen befreundeten Journalisten verbreiten lassen. Alle haben es geglaubt, alle sind drauf reingefallen. Und als dann heute die Aufstellung auf den Markt kam, da waren sie doch dabei. Das sind so internationale Tricks. Könnte man sicherlich argumentieren, mit Fair Play hat das ja nicht viel zu tun, aber das sind internationale Gepflogenheiten, immer wieder und überall anzutreffen. Das Spiel läuft weiter und Iskender, der morgen 28 Jahre alt wird, wird den Geburtstag vielleicht mit einem dicken Knöchel feiern müssen. Er humpelt jetzt aufs Spielfeld zurück. Dickhaut, Stickroth, Kracht. Kötzle, wenig Ballkontakte bis jetzt. Peschel. Mit Einwurf für den VfL.
Abdullah war faul von Dickhaut. Es gibt die Ermahnung von Schiedsrichter Radomann. Beim nächsten Mal wird es die gelbe Karte geben. Die erste Viertelstunde ist vorbei. Ein interessantes, offenes Spiel. Immerhin Bochum schon mit 3 Chancen. Juran, Dickhaut, Reis. Trabzon balltechnisch sicherlich die bessere Mannschaft. Bis jetzt auch ganz gut in der Abwehr und wenig zimperlich. Hofmann. Immer noch Hofmann. Hat einen Moment zu lange überlegt, wo er hinspielen sollte. Da war der Ball weg. Kötzle gegen Ogil. Und der Kapitän geht auf Nummer sicher. Sieht so aus, als würde der VfL jetzt ein paar Kohlen dazulegen. Sie müssen ja auch, zur Erinnerung, das Ergebnis aus dem Hinspiel, 2:1 für Trabzon, reicht natürlich nicht fürs Weiterkommen. Abdullah. Keine glänzende Leistung bis jetzt. Viele, viele Ballverluste. Das heißt, mit anderen Worten, dass Mirko Dickhaut bis jetzt ein prima Spiel macht. Das ist der Trainer von Trabzon, Yılmaz Vural, hat 1992 sein Diplom an der Sporthochschule in Köln gemacht. Mit Klaus Augenthaler und Matthias Herget übrigens. Und er spricht prima Deutsch. Haben Sie ja sicherlich im Vorbericht vorhin gehört. Deutlich zu sehen, wie Bochum immer wieder versucht, Sicherheit ins Spiel zu bekommen. Deshalb auch jetzt das Spiel hintenrum über Gospodarek. Dickhaut. Viele, viele Ballkontakte im Mittelfeld. Reis. Da haben Sie alle Hofmann nicht gesehen, denn der stand auf der linken Seite völlig frei. Mehmet. Die Abwehr rückt nach. Abdullah. Orhan steht frei. Orhan. Orhan. Auwei, auwei. Und da wird es ganz still hier im Stadion. Vor allem in der Ecke beim VfB. Die dickste Chance in diesem Spiel. 20. Minute. Orhan. Plötzlich nach einem Haken. Völlig frei vor Gospodarek. Hier. Glück für den VfL, dass er den nicht richtig getroffen hat. Und genau diese Probleme, die hier entstanden sind, hat Klaus Toppmöller immer wieder angesprochen. Waldoch, der Sprung ins Leere und dann plötzlich alleine vor dem Tor Orhan. Der schnellste Türke nebenbei schafft die 100 Meter in 11 Sekunden. So, jetzt wird es da drüben auch die gelbe Karte geben. Iskenderi ist das. Auch der hat einer aus dem Hinspiel. Also gilt auch für ihn, beim nächsten Mal sollte es dazu kommen, zuschauen.
Kötzle. Heschel. Schwerstarbeit für ihn. Die gelbe Karte kam ja nicht von ungefähr. Sein Gegenspieler heißt Sergej Juran. So allmählich erinnern sich die Bochumer Zuschauer hier an den Appell von Klaus Toppmöller, der gesagt hat, auch wenn es dann mal nicht so laufen sollte, lasst uns nicht hängen, notfalls müsst ihr uns in die nächste Runde brüllen. Immerhin, wir fangen jetzt schon mal an zu singen. Beide Trainer hält es nicht in der Hütte da unten, fast immer auf Ballhöhe. Und jetzt gibt es andauernd Anweisungen an die Spieler. Stickrot! Ja! Yeah! Das dicke Ding für den VfL. Und jetzt würde ich gerne Klaus Toppmöller sehen. Da ist er. Alles wieder richtig gemacht. Hat auf Mamic, den Libero, verzichtet, hat gesagt, Stickrot ist mir wichtiger, der bringt mehr nach vorne. Was hat er damit gemeint? Genau diese Situation. Hier, der Pass von Hofmann. Mit dem Außenriss geschlagen in den Lauf. Glück gehabt hier, trotzdem toll gemacht. Stickrot ganz frei vor dem Tor. Flacher, trockener Schuss ins linke Eck. Der VfL Bochum führt und hat die Tür in die zweite Runde einen breiten Spalt weit aufgemacht. Denn mit diesem Ergebnis wäre der VfL weiter aufgrund des Auswärtstores vor 14 Tagen. Toll gemacht, Thomas Stickrot, das 1:0 für den VfL. War im Hinspiel ja nicht dabei. Probleme mit dem Muskelfaserriss. War traurig deswegen. Und heute hat er alles nachgeholt. Bis jetzt. Trabzon schwimmt ein bisschen und auch der war knapp. Dieselbe Ecke wie eben. Der Unterschied, dass Metin dieses Mal dran war. Auch Peschel, der frische Mann. Da, mit den Fingerspitzen rumgelenkt. Nee. Nein, sagt Schiedsrichter Radomann. Das gibt nur Abstoß. ...24 Minuten gespielt, 5 Chancen, eine davon das 1:0 durch Stickrot, auf der anderen Seite steht eine für Trabzon, das war Orhan kurz zuvor, das Spiel wird besser. Hami! Und das war die zweite dicke Chance für Trabzonspor. Da hat Waldoch einen kleinen Moment ihn ziehen lassen. Das hätte sich fast gerecht. Der Nami, das dürfte sich allmählich rumgesprochen haben, vermag aus Lederjahren zu schießen. Und der war ganz knapp vorbei. Juran. Bosch, rechts steht Peschel wieder. Dickhaut. Mehmet.
hat jetzt Platz auf der rechten Seite. Misse, Misse. Und Bosch. Juran. Gut, dass Bochum jetzt nachsetzt. Kötzle. Abdullah hat seine Schwierigkeiten im Mittelfeld und erst recht eben in der Abwehr. Und fast hätte Peter Kötzle davon profitiert. Tolles Spiel jetzt. Es geht hin und her. Hami. Und immer wieder durchatmen. Denn auch die VfL-Abwehr in dieser Phase nicht ganz sicher. Mehmet. Kaum noch hinten jetzt. Stickrot. Auch das eine Spezialität von ihm. Die 40 Meter Pässe, wie gerade gesehen. Erste Ermahnung für Klaus Toppmöller, der hier einen Freistoß für Peter Peschel gesehen haben wollte. Und inzwischen, das konnten wir nicht sehen, hat auch Thomas Waldorf eine gelbe Karte bekommen, wegen Meckerts. Orgeln sucht lange, sucht Abdullah und findet ihn nicht, weil der bei Dickhaut sehr gut aufgehoben ist, nach wie vor. Peschel. Juran, Kötzle und Bosch starten. Juran. Peschel. Ja! Yeah. Der VfL macht das einzig Richtige, ruht sich auf dem 1:0 nicht aus, sondern setzt nach. Sehenswert wie hier, der Doppelpass. Peschel, Juran, wieder Peschel. Mit links. Leider in die Mitte dort, wo Metin stand. Ecke und wieder gehen die längsten Spieler ganz dicht in den 5-Meter-Raum. Waldorf, Juran, Kracht und Stickrot. Situationen wie diese, da sieht man, dass Thomas Waldorf zu den erfahrensten Bochumer Spielern gehört. Der hat immerhin schon 38 Länderspiele für Polen gemacht. Abdullah. Jetzt kommt Dickhaut hinterher. Stickrot. Steht überall. Misse. Jetzt bekommt Abdullah seinen Freistoß. Wenn Hami sich den Ball zurechtlegt, dann wird es meistens ein strammer Schuss. Vier Mann in der Mauer. Hami. Was habe ich gesagt? Da ist das Tor. Misse, Misse, der Ausgleich. Gospodarek hat den Ball nicht festhalten können und ärgert sich jetzt. Ich vermute, er hat den Ball spät gesehen.
Vielleicht war ihm durch die eigene Mauer die Sicht versperrt. Ich bin gespannt auf die Zeitlupe. Hier der Schuss. Knapp an der Mauer vorbei. Aufgesetzt. Hier. Stickro zu spät. Misse war da. Der Nationalspieler aus Kamerun. Die Freude des VfL hat einen herben Dämpfer erfahren. 1:1. Alles wieder offen. Ein Patzer von Gospodarek. Und jetzt ist die andere Hälfte des Stadions wieder hellwach. Ich bleibe dabei, ein klasse Spiel. Kracht. Juran. Reis. Abdullah. Mehmet. Der offensivste der Abwehrspieler. Kein Freistoß für Orhan. Stickrot. Schade, hat der Peschel auf der rechten Seite nicht gesehen. Aber Stickrot bleibt im Ballbesitz. Juran. Eine aufregende erste halbe Stunde, sicherlich auch für die beiden hier. Klaus Toppmöller, Ralf Zumdick, der Assistent. Ein Spiel, das in vielen Phasen an große Europacup-Abende erinnert. Es ist alles drin, Zweikämpfe. Strafraumszenen, Spannung, viele Torszenen und ein bis jetzt glückliches Unentschieden, nimmt man das Chancenverhältnis von 6:2 für den VfL. Wieder so ein Zweikampf, der wehtut. Juran gegen Iskender, die beiden werden heute keine Freunde mehr hier. Und beide müssen sie vorsichtig sein, denn beide hatten nach einer Viertelstunde schon ihre gelbe Karte. Hier vom Ellbogen getroffen. Hami. Dickhaut. In jeder Situation mit sehr viel Übersicht. Hoffmann. Juran. Hätte sich Torwart Metin fast verladen lassen. Aus der Flanke war ein Schuss geworden. Und auch er versucht, seine Spieler ein bisschen zu beruhigen. Viel Unruhe in der Mannschaft von Trabzonspor. Und er weiß ja auch, das 1:1 würde Trabzon reichen. Eine Junge ist der Jiktas-Fan, wie Sie deutlich gehört haben. Aber auch Trabzon hat überall in der Türkei und natürlich auch hier bei uns in Deutschland viele, viele Sympathisanten. Peschel. Ja, holt immerhin den nächsten Eckball. Die jetzt nicht Wotschtritt, sondern Peter Peschel. Hofmann. Kein Abseits, Hofmann. Dickhaut. Auf allen Positionen zu finden. Die Torchancen häufen sich. Bosch, klasse gemacht. Zwei Mann stehen lassen. Bosch, Juran.
als alle hier ein Kampfspiel erwartet haben. Da muss man doch feststellen, nach 35 Minuten, Bochum gegen Trabzon steht auf hohem spielerischen Niveau. Toll gemacht, die weite Flanke, der Direktschuss von Dickhaut. Und jetzt wird er sich ärgern, Sergej Juran, denn er hat weder den Pfiff gehört, noch die Fahne gesehen. Und er glaubt es nicht, dass er hier im Abseits gestanden haben soll, aber Sportskamerad, Schiedsrichterassistent Dušan Dikličec ist das hier vorne. Der hat es gesehen und das war schon ziemlich deutlich. Den Büffel nennen sie beim VfL, weil er meist über den Platz schleicht, aber blitzschnell antreten kann. Wird von Spiel zu Spiel besser, Sergej Juran. Hofmann, direkter Pass, Bosch, 2 gegen 2. Radar rückt nach. Und jetzt muss Iskern der aufpassen. Die gelbe Karte hat er schon. Und das dürfte jetzt die letzte, die allerletzte Ermahnung sein. Noch so eine Aktion. Und Iskender dürfte ziemlich früh die zweite gelbe Karte sehen. Das hieße Platzverweis. Im Tackling durchgezogen. Und Wosch so den entscheidenden Vorteil genommen. Also Freistoß. Dickroth, Wosch, Peschel und Kötzle stehen bereit. Die Idee war gut, rechts um die Mauer rum. Der Schuss von Peschel etwas zu schwach, etwas zu unplatziert. Bosch. Hat jetzt mehr Spielanteile Darius Wosch, weil er den Anweisungen von Klaus Toppmöller gefolgt ist und sich etwas weiter zurückfallen ließ. Vorne direkt hinter den Spitzen, da sind die viel zitierten Räume eben enger. Hami wieder frei. Gut, dass die Abseitsfalle geklappt hat. Stickroth organisiert die Abwehr da hinten. Bemerkenswert gut. Tolunay. Einer der beiden Manndecker. Nur selten mit nach vorne gehen. Und Misse macht ein sehr unkonzentriertes Spiel. Das heißt, wieder Ballbesitz für den VfL. Peschel. Wollte hier auch einen Freistoß, aber deutlich zu sehen, Iskender hatte und auch Orhan hier vorher den Ball gespielt. Nee, den hat er nicht getroffen. Aber der Schiedsrichter hat keine Zeit mehr. Ja.
Reiß auf Hofmann. Hofmann. Und jetzt der Freistoß. Foul von Orgün. Und der sieht, wie im Hinspiel nach dem Foul an Juran, die gelbe Karte, also auch für ihn die zweite. Tolles Dribbling von Hofmann zuvor. Auch er spricht prima Deutsch übrigens, Orgün. Im Ruhrgebiet geboren, hat dann in Wanne-Eickel und in Wuppertal gespielt, bevor er nach Trabzon ging. So, wieder Freistoß. Dieses Mal hat sich ein Fünferrad versammelt. Mal schauen, welche Variante sie dieses Mal bevorzugen. Peschel, Bosch, Reis und Stickrot geht auf die rechte Seite. So, auch das gibt die gelbe Karte für Tolunay. Stellvertretend für die ganze Mauer, die nicht weit genug zurückgegangen war. Das ist den Regeln gemäß. Denn Tolunay war den Anordnungen des Schiedsrichters nicht schnell genug gefolgt. Immer noch wird heftig diskutiert, aber inzwischen haben sich fast alle in die Mauer orientiert. Knappes Ding und deshalb ärgert sich Darius Wosch jetzt so gewaltig. Er braucht mal wieder ein Erfolgserlebnis. Über die Mauer drüber, leider auch über das Tor. Platz auf der linken Seite jetzt. Juran! Meine Damen und Herren, was war das ein Tor? Also, von diesem Tor möchte ich alle zur Verfügung stehenden Zeitlupen sehen. Waldoch hat den Ball nach vorne getrieben, in die Hälfte. Dann war Reis frei. Prima. Abwehrspieler eigentlich. Dessen Flanke. Und jetzt schauen Sie hin, Juran. Mit der Hacke. Und nochmal, weil es so schön war. Haben Sie das gesehen? Spätestens jetzt wissen Sie, warum er neben dem Spitznamen Büffel auch das Schlitztor ist. Solche Tore macht in Bochum nur er. Und das so kurz vor Ende dieser ersten Halbzeit. Bliebe es bei diesem 2:1, dann würde das Verlängerung bedeuten. Aber bei diesem VfL habe ich keine Sorgen. Die 45 Minuten sind gleich rum. 45 Minuten ohne jegliche Verschnaufpause. Viele, viele starke Torszenen und ein Ende hier ist immer noch nicht abzusehen. Mehr als ein Dutzend dicker Chancen. Kompliment an beide.
2:1. Jetzt ist die Niederlage aus dem Hinspiel ausgeglichen. Ein klasse Spiel. Und eine bemerkenswerte Europacup-Premiere hier im Ruhrstadion. Und Sprechchöre für Sergej Juran, der jetzt allerdings mal kurz im Abseits war. Hier nochmal die Flanke, da die Ballabgabe, kein Abseits. Kolonai hatte geschlafen da vorne, wäre der einen Schritt nach vorne gegangen. Aber dieser klasse Hackentrick kann man gar nicht oft genug sehen. Sergej Juran, eine Frechheit für jeden Torhüter, so veräppelt zu werden. Kötzler, Handspiel, auch das könnte die gelbe Karte geben. Oh, oh, oh. Ja, er lässt sich nichts vormachen. Miroslav Radoman und in dieser Szene sehr, sehr gnädig. Dafür hat es schon gelbe Karten gegeben. Die gelbe Karte für Abdullah, weil er den Ball nicht von dort geschossen hatte, wo der Schiedsrichter ihn hinhaben wollte. Er war einfach 2 Meter nach vorne gerückt und hatte trotz Ermahnung nicht reagiert. Die 5. gelbe Karte für einen Spieler von Trabzon. Ich glaube, wir können uns auch in der 2. Halbzeit auf einiges gefasst machen. Dieses Spiel hier wird spannend bleiben. Ich glaube, bis zum Schluss. Hami. Stickrot. Peschel. Schauen Sie Kötzle. Eben da vorne, jetzt schon zum 2. Mal ausgeholfen da hinten. So, und jetzt muss Waldorf aufpassen. Auch er bekommt seine gelbe Karte für dieses Foul an Vukrinec hier. Ja, auch darüber ist nicht zu spekulieren. Das ist die 2. Das ist das Ende dieser 1. Halbzeit und das Ende des Spiels für Thomas Waldoch. Die 2. gelbe Karte. Und ich sage, es ist seine eigene Dummheit. Denn ich weiß, dass ich schon eine gelbe habe und dass der Schiedsrichter hier nicht zimperlich ist, dann darf ich mir ein solches Einsteigen in dieser Situation, wo es gar nicht brenzlig war, nicht erlauben. Oh, oh. 2:1 die Führung für den VfL. Aber weil er jetzt vom Platz schleicht, werden sie zu 10 weiterspielen müssen. Schade, denn Waldoch hat bis dahin ein prima Spiel gemacht. Das wird eine Schwächung sein für den VfL. Freistoß Trabzon. Auch diesen Ball hat er spät gesehen, Uwe Gospodarek. Aber der war hart geschossen und noch einmal gibt es Ecke. Hier, Wiederholung. Direkt aufs kurze Eck gezogen. Ein Kunstschuss. Und noch einmal Ecke. Noch einmal Abdullah. Fast 50 Minuten gespielt. Keiner ging zum Ball, auch Gospodarek nicht. Und so kommt es, dass sie zum Ende dieser 1. Halbzeit wieder ein bisschen ins Schwimmen geraten sind. Der VfL so ein bisschen erinnernd an einen angenockten Boxer. Höchste Zeit für die Halbzeit, nach exakt 50 Minuten trotzdem. Ein Riesenspiel, dessen 1. Halbzeit mit 2:1 endet. Ich finde, so kann es weitergehen.
Bochum gegen Trabzonspor wird Ihnen präsentiert von ZDF und Kronbacher. Hat sich verschätzt, sage Juran, aber Kalli Feldkamp hat das ja eben in der Halbzeit auch festgestellt. Ein großes Spiel des Mannes aus der Ukraine, der ja Nationalspieler für Russland ist. Aufregung überall, auch hier beim Ministerpräsidenten, bei Mesut Yilmaz, der ja aus Riese kommt, 70 Kilometer westlich von Trabzon. Und das erklärt natürlich seine Vorliebe, sein Herz für diesen Verein. Ich bin sicher, er, wie alle anderen 25.000 hier, er wird sein Kommen nicht bereut haben. Rada. Abdullah. Jetzt geht Reichel zu ihm, also das nächste Pärchen. Juran, stark, wie er den Ball abschirmt. Und immerhin der nächste Freistoß. Stickrot gegen Abdullah. Peschel, Bosch, wieder Peschel, die Belebung auf der rechten Seite, Juran, Hofmann, da hat er in letzter Sekunde auf einen Schuss verzichtet, weil Juran so günstig stand. Weiter geht's, Reis, Juran, Reichel, Bosch, wieder Bosch. Abseits. Schade, schade. Weit kann er nicht im Abseits gestanden haben, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten war sofort oben. Aber Reich und ganz oben Pechel im Abseits. Trotzdem gut für den VfL, dass er gleich zu Beginn dieser zweiten Halbzeit die nächste Chance hat. Die Mannschaft muss jetzt wieder in Schwung kommen und vergessen wir nicht, es wird schwer genug, denn seit Ende dieser ersten Halbzeit ist der VfL nur noch mit 10 Mann auf dem Platz. Auf der anderen Seite, auch Trabzon wird jetzt ein bisschen vorsichtiger in seinen Aktionen sein müssen, denn dort sind bereits 5 Spieler verwarnt. Hofmann. Bosch. Abdullah. Wieder Abdullah. Misse, Misse. Da hatte sich Thomas Stickroth verschätzt und wie gefährlich der hier ist, das wissen wir seit dem Hinspiel. Seit heute ganz besonders, denn er hat das Tor gemacht für Trabzon. Hier nochmal der Pass von Abdullah, weit gespielt, über Stickroth hinweg. Im letzten, im allerletzten Moment dazwischen. Peschel, Hofmann. Rechts geht wieder Peschel. Viele, viele Wege. Wahrscheinlich ein Spiel heute, das auch durch die Kondition entschieden wird. Reichel. Wieder Peschel. Juran!
Hannes, dem gelingt alles heute Abend. Jurans zweiter Treffer und im Moment steht der VfL Bochum in der zweiten Runde des UEFA-Pokals. Sollte es bei diesem Ergebnis bleiben. Sergej Juran, sein zweiter Treffer. Ein ganz großes Spiel heute Abend, von dem Mann, von dem Klaus Toppmöller hier sagte, er kam in einem bedauernswerten Zustand aus Düsseldorf zu uns, konditionell ziemlich am Ende. Und Sergej Juran hat er prima hingekriegt, die Flanke von Peschel. Und hier, platziert getroffen, Metin Şen am Ball, aber er konnte ihn nicht festhalten. Und noch einmal, richtig zum Ball gegangen, Schwung geholt, geköpft. So entsteht das 3:1 für den VfL Bochum. Wieder Peschel, vergessen wir seine tolle Vorarbeit von eben nicht. Der große Schachzug von Klaus Toppmöller. Stickrot und Peschel erstmal verletzt zu melden, um sie dann doch reinzuholen. Hat sich bis jetzt mehr als bezahlt gemacht. Abdullah. Reiche lässt ihm viel Platz. Hami. Mehmet. Rada, der tschechische Nationalspieler. Orgün. Misse. Kameruns Nationalspieler, eine Klasse besser als im Hinspiel. Tja, der Schiedsrichterassistent stand sehr gut. Es roch ein bisschen nach Abseits. Aber immerhin, es gab keine Proteste der Türken, die hier wechseln. Osman kommt hinein und Iskender, der schon mit Gelb belastete Mandecker, geht raus und Klaus Toppmöller wechselt. Sergej Juran verlässt jetzt und deshalb ist es so laut geworden hier den Platz. Der hat all seine Pflichten heute Abend erfüllt. Zwei Tore, eins schöner als das andere. Und das an diesem, wie Sie hier in Bochum sagen, historischen Abend für den VfL. Und er hat Geburtstag heute. Zoran Mamic, der kroatische Nationalspieler, der so traurig war, dass er nicht mitmachen durfte heute. Und jetzt ist er doch dabei. Könnte ein schöner Geburtstag werden. Osman, der neue Mann, Rada, Rada. Hat auch schon 10 Länderspiele für Tschechien gemacht. Und auch der kann schießen, deutlich zu sehen. Und wunderbar zu hören, die Riesenstimmung heute Abend. Und jetzt wird es auch für ihn wahrscheinlich ein Happy End. Çetin. Aus Dortmund, mit der B- und A-Jugend Meister geworden dort. Abdullah, Abdullah, kracht wieder mal der letzte Moment. Also dieses Spiel ist noch nicht entschieden, liebe Zuschauer. Ein Europapokalabend mit einer großen, großen Dramaturgie. Stellungsfehler hier von Reichel.
Dadurch Abdullah im Ballbesitz. Der Schuss von Orhan und deutlich zu sehen, Thorsten Kracht hatte gerettet. Schade, das war eine große Chance zum Konter, denn zwei Bochumer standen da rechts frei. Bosch und Peschel. Mamic. Jetzt ist Platz da, Reis. Ganz rechts startet Peschel. Pfiff und Proteste jetzt, weil Ogün mit dieser Freistoßentscheidung für den VfL Bochum alles andere als einverstanden war. Doch auch er sollte es etwas ruhiger angehen lassen. Auch er ist bereits verbannt. So, jetzt der Wechsel. Cetin, also mit der B-Jugend von Dortmund und mit der A-Jugend Meister geworden. Dann bei den Profis nicht richtig zum Zug gekommen. Der Torschütze des Hinspiels. Und für ihn geht Mehmet vom Platz. Also, Trainer Vural tut jetzt einiges für die Offensive. Foul von Kracht. Ja, eins steht fest jetzt. Verlängerung kann es nicht mehr geben. Aber ein Tor für Trabzon und die Türken wären weiter. Und das aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore. Keiner hat ihm zugetraut, was er bis jetzt mit Trabzon geschafft hat, als er vor einem Jahr den schwierigen Job da übernommen hat. Mittlerweile Tabellenzweiter und Chef von einer prima Mannschaft, wie wir heute Abend deutlich sehen können. Dickhaut und Wosch. Wosch jetzt weit zurück. Klar, sie sind nun mal nur noch zu zehnt. Da muss er aushelfen. Reis. Dickhaut. Eine Kombination wie aus dem Bilderbuch. Und so krönt Mirko Dickhaut seine ganz große Leistung heute Abend. 4:1 für den VfL. Aber hat sich verletzt dabei, denn als alle anderen jubeln, jetzt steht er erst auf und humpelt. Oh, das wäre eine Schwächung, aber feiern wir erstmal das 4:1. Hier. Die klasse Kombination. Der entscheidende Pass von Thomas Reis. Hier. Frei vom Tor, Mirko Dickhaut, der Mann für defensive Sonderaufgaben heute Abend und auch in der Offensive eine Klasse für sich. Heute Abend gelingt all das, was ihnen in der Bundesliga bis jetzt so schmerzlich versagt blieb. Sie schießen Tore, das vierte heute Abend. Und wenn Sie es nicht glauben, ich sage es gerne nochmal, der VfL Bochum führt 4:1. Peschel. Wosch jetzt auf der rechten Bahn. Sieht so aus, als würde Mirko Dickhaut jetzt das Spiel verlassen müssen.
hält sich den linken Oberschenkel. Also das sieht nach Zerrung aus, aber ich bin sicher, diese Zerrung nimmt er heute Abend gerne in Kauf. Peschel, Wosch, Reis. Dickhaut humpelt und versucht es doch nochmal. Also sein Torhunger ist noch nicht gestillt. Cetin. Viel, sehr viel Platz jetzt, Hofmann. Was haben wir uns gesorgt um den VfL, als Waldorf da vom Platz gehen musste. Und jetzt ist alles ganz anders gekommen. Waluczynski, also ein Stürmer, kommt für Dickhaut. Sieht so aus, als sei Klaus Toppmöller mit den 4 Toren noch lange nicht zufrieden. Ein großer Abend für den VfL Bochum. Hami. Der VfL lässt nicht locker. Peschel, Bosch in der Mitte. Peschel, Waluczynski, die erste dicke Chance für ihn. Hat ja das Tor im Hinspiel gemacht. Und sie lassen nicht locker. Peschel, völlig entkräftet, bleibt jetzt liegen da unten. Schon nach 63 Sekunden lässt sich sagen, er hat ein Riesenspiel gemacht heute Abend. Tore vorbereitet. Verwirrung gestiftet, die Lücken auf der rechten Seite, die Abdullah da gelassen hat, gnadenlos genutzt und so viele, viele Chancen initiiert, auch diese hier von Waluczynski. Cetin. Rada. Kein Freistoß für Abdullah. Hat viel auch von Otto Rehhagel gesehen. Ja, ich glaube, auch diese Entscheidung richtig. Vorher das Foul von Abdullah, deshalb der Freistoß für den VfL. Reis. Abdullah
aber das Spiel war vorher abgepfiffen, hatte er nicht gehört. Einer der Männer, die am meisten verdienen in der Türkei. Ein Jahresgehalt von 4,5 Millionen D-Mark. Schalke hat mal versucht, ihn loszueisen in Trabzon und sich eine Abfuhr geholt, trotz einer Offerte von 10 Millionen D-Mark. Bosch lauert jetzt fast nur noch auf Konter. 3 gegen 3. Reichel. Baluczynski kommt mit und rechts ist Peschel. Kein Abseits. Peschel. Ja! Der beste Spieler auf dem Platz heute Abend, das kann ich ohne Übertreibung sagen, macht das 5:1. Ich wiederhole, 5:1 für den VfL Bochum. Er kann einem leid tun jetzt, denn seine Mannschaft hatte prima begonnen, aber gegen diese Aktionen, vor allem immer wieder von Peschel, waren und sind sie alle machtlos. Auch Torwart Metin, 5:1 durch Peter Peschel. Alle hatten mit einem Pass in den Rücken der Abwehr gerechnet. Dann hat er die Lücke gesehen. Kleine Zwischenbilanz in dieser furiosen zweiten Halbzeit. 3 Torchancen für den VfL Bochum. 3 Tore. Kasim kommt, also noch einmal Wechsel und zu diesen Bildern jeder Kommentar überflüssig. Die Stimmung auf dem Höhepunkt. Trotz allem, sie sollten nicht nachlässig werden da hinten. Cetin, der sein Tor im Hinspiel gemacht hatte. Trotzdem, es ist schon bemerkenswert, dieser VfL Bochum übersteht alle prekären Situationen in diesem Spiel. Und wann immer sie ein Tor brauchten, da fiel es auch. Man hätte dieses Spiel besser nicht planen können. Und was man oft übersehen hat, schaut man sich die Statistiken des VfL an, da sind nur 2 Spieler dabei, die mehr als 100 Bundesliga-Einsätze haben. Darüber täuscht der 5. Platz vom letzten Jahr oft hinweg. Hoppla, Hami und abseits. So, jetzt der Wechsel. Kasim kommt und Rada, der Manndecker, verlässt das Spiel. Also nochmal ein Stürmer. Renner Boral lässt hier nichts unversucht. Ich fürchte nur 19 Minuten vor dem Ende, bei 4 Toren Rückstand, ein bisschen spät und 3 Tore müsste Trabzon in der verbleibenden Zeit schon noch schießen. Hat alles schon gegeben, aber bei diesem VfL, bei dieser Leistung, da bin ich mir heute Abend ziemlich sicher, das sollte reichen. Hoffmann. Bosch. Baluczynski. Ganz rechts wieder. Peschel, oder? Reichel war das mit einem Heber.
Zauberhafte Szenen. Und wenn da oben steht VfL 5, Trabzon 1, vergessen Sie bitte nicht, der VfL hat diese zweite Halbzeit mit 10 Spielern bestreiten müssen. Orgün. Misse, Misse. Rechts steht Cetin und Orgün. Und das ist das, was ich vor 5 Minuten sagte. Sie sollten es jetzt da hinten nicht allzu lässig angehen lassen. Jetzt sind es nur noch 2 Tore, die den Türken fehlen. Ein bisschen lässig. Orgün hatte den Angriff eingeleitet. Misse, Misse. Der Schuss. Gospodarek konnte auch diesen nicht festhalten. Gut, dass Bochum ein paar Tore vorgelegt hat heute Abend. Traurigerer Aufenthalt. Peschel. Auch der hätte gepasst. Also viele türkische Sportfreunde haben das Stadion bereits verlassen. Nicht etwa, weil die Straßen jetzt noch freier sind. Die Enttäuschung dürfte dann doch etwas zu groß geworden sein. Und dafür hat er hier gesorgt. Peter Peschel. Hier, viele Plätze frei geworden. Ja, war ein Foul gegen Kracht vorher geschoben, Hami. Und auch das sah brenzlig aus. Die Aktion von Stickroth gegen Misse Misse, aber es gibt einen Freistoß für den VfL. Hier, nochmal, die Flagge von Hami. Jetzt stürzen Stickroth und Misse Misse an. Der Nationalspieler aus Kamerun hatte geschoben. Kamerun übrigens hat sich schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Mamić. Ja, jetzt beschimpfen sie sich gegenseitig da hinten. Eine knappe Viertelstunde noch. So viel Konzentration, so viel Kondition sollten sie noch aufbringen können. Orgün.
Und so langsam wird es doch nochmal ein Spiel mit Gänsehaut und Herzklopfen. Osman eben eingewechselt. Und plötzlich doch nochmal bessere Stimmung hier auf den Rängen. Also das Spiel droht wieder offen zu werden. Ein Spiel, das der VfL Bochum schon klar für sich entschieden hatte. 5:3 und ein Tor. Ein Tor, das Trabzonspor jetzt noch fehlt. Ein Tor und aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore wären die Türken in der zweiten Runde. 13 Minuten noch. Bosch. Alleine, keiner mitgelaufen. Gut gemacht, gibt Eckball. 13 Minuten noch und Klaus Toppmöller kann keinen frischen Mann mehr bringen. Die, die da jetzt auf dem Platz spielen, müssen das durchstehen. Bosch macht langsam jetzt. Da steht's. 5:3 für den VfL. Und doch nur ein Tor, das den Türken fehlt. Das garantiert Spannung in den letzten Minuten. 11 sind es noch. Alle Bochumer orientieren sich jetzt wieder nach hinten. Osman. Vorsicht! Da liegt wirklich noch was in der Luft und ist es das, was man internationale Erfahrung nennt, was jetzt ein Vorteil sein könnte von Trabzon in dieser Schlussphase. Das 55. Europapokalspiel für die Türken, das zweite für den VfL. Freistoß für Trabzon. 10 Minuten, der Countdown läuft. 10 Minuten, die den VfL Bochum vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte trennen. 10 Minuten, die grausam spannend werden können. Hami schießt aus jeder Distanz. Ja, ärgert sich jetzt. Vielleicht hätte Hami in der Situation doch lieber einen Pass, eine Flanke schlagen sollen. Völlig echauffiert. Yılmaz Vural. Einige Bochumer Spieler in Szenen wie dieser deutlich zu sehen sind, stehen K.O. Peter Peschel drüben. Die nächste Ecke, es bleibt spannend. Schwerstarbeit jetzt auch für den Trainer. Immer wieder muss die Abwehr gestellt werden. Stegroth. Gelbe Karte für Osman. Einen Moment lang dachten wir für Ogün, aber der hat schon eine gelbe. Angriff auf Angriff von Trabzon jetzt. 8 Minuten noch.
Hoffmann, eigentlich kein kopfballstarker Spieler. Jetzt Entlastung, Zeit gewinnen. Bosch, wieder Hoffmann. Balotschinski geht. Hoffmann, links Bosch. Balotschinski, ganz rechts wäre Peschel. VfL bleibt in Ballbesitz. Der Ball war nicht im Aus. Peschel. Balotschinski. Völlig korrekt vom Ball getrennt. Der nächste Angriff. Mamic. Kein Risiko jetzt. Reis. Wosch. Wieder Reis. Einer der konditionsstärksten Spieler beim VfL. Das ist jetzt gefragt. Ogün. Hoffmann. 3 gegen 2. In der Mitte Balotschinski. Schiedsrichter lässt Vorteil laufen. Das Spiel wird schneller. Es war ein Abseits von Balotschinski. Ogün gegen Reis. Osman. Es war eins, oder es ist eins dieser Spiele, das schon gegen ihn hier entschieden war. 1:5 aus Sicht von Trabzonspor. Und plötzlich, 5 Minuten vor Schluss, doch noch einmal die Chance. Ich wiederhole das. Vielleicht sind einige von Ihnen später nach Hause gekommen. Der VfL Bochum führt 5:3. Aber ein Tor von Trabzonspor würde alle Träume von der zweiten Runde des UEFA Cups zerstören. 5 Minuten. Und Angriff auf Angriff von Trabzonspor rollt. Peschel. Hoffmann, wieder Peschel. Muss zurückgeben, die Kraft für einen Sprint fehlt. Wieder Peschel. Balotschinski. Balotschinski. Bosch ist mitgekommen. Er verspielt sich eine Chance nach der anderen. Deshalb war er auch nicht erste Wahl heute Abend. Ganz schwache Auftritte in der Bundesliga zuletzt. Stickrot. Hoffmann, sehr, sehr laufstark. In dieser schweren, schweren Schlussphase. Ogün, alles läuft jetzt über ihn. Der VfL muss weiter aufpassen. Knapp 3 Minuten noch. Abdullah. Hami, fast untergegangen in dieser zweiten Halbzeit. Hami bleibt am Ball. Wieder Hoffmann per Kopf. Fast alle jetzt zu Abwehrspielern geworden.
clever gemacht, diese Situation von Hoffmann. Vergessen wir nicht, er und Mirko Reichel haben letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt. Und von Absteiger Waldhof Mannheim gekommen. Gute Neuverpflichtungen. Das hat nicht erst der heutige Abend gezeigt. Ja, zeigt es an. 2 Minuten noch. 2 Minuten weiter zittern mit dem VfL Bochum. Baluczynski. Wenig Entlastung für seine Kollegen. Dabei müsste er die meiste Kraft haben. Bosch. Bosch. Immerhin, das bringt Zeit. Etwas mehr als 1 Minute noch. Darius, Sprechchöre. Auch Bosch hat ein großes Spiel gemacht heute Abend. Standing Ovations jetzt für den VfL Bochum. 1 Minute noch zu spielen. Bosch, immer wieder Bosch. Hoffmann, Baluczynski. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist da unten. Die 4. Szene, die er völlig versiebt. Er hatte mehr Zeit, diesen Schuss vorzubereiten. Stattdessen Cetin. Cetin! Und das war Abseits. Misse stand im Abseits. Und der VfL Bochum hat Glück, dass wir heute Abend hier einen derart starken Schiedsrichter sehen. Hier noch einmal. Keine Diskussion. Im Moment von Cetins Pass stand Misse im Abseits. Und gut, dass Schieds- und Linienrichter hier sich so gut ergänzen. Der hat schon andere Entscheidungen gegeben. Miroslav Radovan, der Schiedsrichter aus Jugoslawien, bewahrt mit einer guten Entscheidung, mit einer korrekten Entscheidung den VfL Bochum vor einem Desaster. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Abseits. So, Schiedsrichter läuft hinaus zu seinem Assistenten. Sind Gegenstände auf den Platz geworfen worden. Es sind nur noch Sekunden, die der VfL Bochum sich hier zusammenreißen muss. Sekunden, die ihn trennen von einem ganz, ganz großen Erfolg. Für die große Party ist in der Stadt alles vorbereitet. Es soll eine Nacht werden, wie sie Bochum noch nie erlebt hat. Aber noch ist nicht alles gelaufen hier. Abdullah. 91 Minuten vorbei. Denken wir an die 50 Minuten der ersten Halbzeit. Gelbe Karte für Thomas Reis in dieser Szene. Also, sollte es der VfL dann wirklich schaffen, nächste Runde heißt für ihn zuschauen, aber das wird ihm jetzt egal sein, zusammenreißen. Sekunde nur noch. Vielleicht die letzte Chance für Trabzon. Freistoß Hami, der beste Distanzschütze. Das sind 30 Meter. Hami! Wie lange noch, fragen Sie alle. Der Schiedsrichter neigt dazu, lange nachspielen zu lassen. Das haben wir in der ersten Halbzeit erfahren. Das Zittern nimmt kein Ende. Freistoß für den VfL. Oh, das bringt Zeit. Orgün gegen Baluczynski aufgestützt.
Schiedsrichter schaut zu und jetzt ist es aus. Jetzt ist es amtlich. Der VfL Bochum schlägt Trabzonspor aus der Türkei mit 5:3 und steht in der nächsten Runde. Schauen Sie da unten, Manager Klaus Hilpert und Klaus Toppmöller. So wurde der Einzug in den UEFA Cup gefeiert und so wird heute der Einzug in die zweite Runde gefeiert. Man hat nicht irgendeine Mannschaft besiegt hier, sondern Trabzonspor, eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Vergangenheit im Europapokal. Ein Festspiel an der Ruhr ist zu Ende. Was für eine Europapokalpremiere des VfL Bochum. Feiern Sie mit. Ein Fußballabend, den man nicht alle Tage erlebt. 2:1 Pausenführung. Dann in der 45. Minute die gelb-rote Karte für Baldor. Mit 10 Mann auf 5:1 davongezogen. Dann wankte der VfL. 5:2, 5:3. Ein Tor fehlte Trabzon. Das Tor fiel aus Abseitsposition. Zum Sieg gezittert nach einer phänomenalen kämpferischen Leistung. Sie können das im Moment alle noch gar nicht richtig kapieren da unten. Uwe Gospodarek sitzt immer noch fassungslos am Torposten. Der Co-Trainer von Trabzon und Klaus Toppmöller in inniger Umarmung. Große Szenen am Ende eines großen Spiels. Er braucht diese Zeit jetzt hier zur Besinnung. Ralf Zumlik, der selbst den Kasten des VfL gehütet hat, holt ihn jetzt zurück aufs Spielfeld. Es ist schwer, jemanden herauszuheben heute Abend. Stark waren sie alle aber. Was Peschel, Wosch, Juran und Dickhaut heute Abend geleistet haben, vorbildlich. Dieses Europacup-Debüt, so bitter das für ihn ist, für Yilmaz Vural, dieses Europacup-Debüt des VfL Bochum wird auch in seiner Heimat noch ein bisschen für Gesprächsstoff sorgen. Vielleicht für den VfL der Knackpunkt dieser Bundesliga-Saison. Am Samstag kommen die Bayern. Aber für Europa gilt als zusätzliche Motivation, 20 Kilometer Luftlinie von hier entfernt, da steht der Pott in Gelsenkirchen in der Stadtsparkasse. Und jetzt werden sie alle träumen. Denn auch als Schalke damals Trabzonspor besiegt hatte, Sie wissen, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Da hat Schalke am Ende gewonnen. Der VfL Bochum ist auf einem guten Weg in den Europapokal. Das hat Spaß gemacht. Bochum gegen Trabzonspor wurde Ihnen präsentiert von ZDF und Krombacher. Mirko Dickhaut, Thomas Stickroth, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das war ein Fußballfest. Ihr erstes Europapokalspiel in der fast 150-jährigen Geschichte für den VfL Bochum. Mirko, Sie sind verletzt ausgeschieden. Sie haben, glaube ich, das Ende gar nicht mehr mitbekommen. Nee, ich musste leider raus. Ich war schon in der Kabine, da wurde es nochmal ziemlich eng, obwohl der Peter Peschelein draufgelegt hat. Zum Schluss mussten wir unnötig zittern, aber ich glaube, das ist uns jetzt egal, wir sind weiter und wir freuen uns so toll. Die ganze Mannschaft hat ein Riesenspiel gemacht. Sie haben Abdullah ausgeschaltet, haben ein Tor geschossen, haben zwei Riesenchancen gehabt. Konnte man so viel vom VfL eigentlich erwarten, der ja in der Bundesliga unten steht? Ja, der Druck war natürlich enorm. Wir sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben in der Liga. Wir standen unter enormem Druck, aber mit so einem Spiel, ich meine, Schalke hat uns letztes Jahr das alles vorgemacht, kann man die ganzen Alltagssorgen hinter sich lassen und ich hoffe, dass das heute ein neuer Anfang war. Würden Sie am Samstag gegen die Bayern wieder spielen? Weiß ich noch nicht. Okay, danke. Thomas Stickroth, bei Ihnen war lange nicht klar, ob Sie überhaupt spielen würden. Da gab es so ein kleines Versteckspiel. Seit wann wussten Sie denn, dass es klappen würde? Ja, ich wusste es eigentlich auch erst heute, weil der letzte Test wurde heute gemacht und ich habe eigentlich mit der Mannschaft noch gar nicht mittrainiert, 3 Wochen ausgesetzt. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass es bei mir gehalten hat und dass wir eine Runde weiter sind. Erste Tor von Ihnen und danach ein Riesenspiel, das man hier nie vergessen wird. Ja, das hoffe ich, aber wir wollen eigentlich noch einige mehr gute Spiele hier machen im UEFA Cup und dann vor allem auch in der Bundesliga. Warum gab es am Schluss so eine Zitterpartie? Sie waren ein Mann weniger. Ich glaube, die Kraft war weg. Ja, die Kraft war weg und die Konzentration natürlich auch. Und einmal wieder mehr durch Standardsituation ein dummes Tor bekommen. Da wird man eben auch ein bisschen hektisch und dadurch wird es eng. Danke, Thomas. Alles Gute. Ja, Kalle, also wenn wir uns das vorstellen, 5 Tore in der zweiten Halbzeit mit 10 Mann. Wir können noch mal hingucken, denn hinten spielen sich tolle Szenen ab. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal zeigen können. Da ist Volksfeststimmung.
Spieler waren eben in der Ecke, in ihrer Ecke, da wo die Fans des VfL stehen. Die hatten schon kaum noch Kraft, eine Bauchlandung zu machen. Die waren froh, als sie unten waren gerade. So kraftlos waren die Jungs. Also es war ein bemerkenswertes Spiel und ich denke, Dieter Kürten hat einen restlos begeisterten Trainer am Mikrofon. Ja, einen restlos begeisterten, einen tief traurigen. Er ist, hat Tränen in den Augen immer noch, Yilmaz. Die beiden haben sich eben umarmt und er hat gesagt, wir bleiben Freunde trotz allem. Ein so super Spiel, wer hätte das gedacht, Klaus Toppmöller? Ich glaube, Sie haben das Ihrer Mannschaft nicht zugetraut, eine solche kämpferische Leistung. Doch schon, wir hatten zwar viele englische Wochen jetzt, aber die Mannschaft ist top drauf gewesen. Das ist der Höhepunkt, der Saisonhöhepunkt, das Europacup-Spiel. Und sind einige dabei, die noch kein Europacup-Spiel hatten. Stickroth beispielsweise, der hat sich so wahnsinnig gefreut. Und wir haben am Sonntag den Härtetest gemacht mit Stickroth, Pechel, Sundermann. Bei Sundermann ging es nicht, Pechel, Stickroth ging. Und Sie haben ein bisschen geblufft, ne? Ja, klar. Gesagt, beide Spiele ich wollte dem Kollegen die Aufstellung nicht verraten. Und es ist auch so gut hingegangen. Beide überragend. Ganz aus der Atem, beide überragend, ja. Aber die ganze Mannschaft im Grunde, weil doch dann mit seinem Pächter kurz vor der Halbzeit da mit diesem Foul. Wir hatten das nochmal rausgesucht. Ich fand es völlig sinnlos, aber im Zweikampf passiert sowas. Wenn wir jetzt das nicht kriegen, doch da hinten sehen wir es nochmal. Das war unnötig, da an der Eckfahne. Ball geht vom Tor weg. Ja, war ein klares Foul und er hatte schon die gelbe Karte. Das ist natürlich dann bitter, mit 10 Mann das durchzustehen. Aber dafür, muss ich sagen, hat der VfL Bochum sich unglaublich wacker gehalten. Ja, ich habe ja immer gesagt, obwohl wir in der Bundesliga jetzt nicht so gut dastehen, wir hatten sehr viel Verletzungspech. Stickel, Pechel, Stickroth, Pechel, Juran, Schreiber, Sundermann, alle ausgefallen. In der Vorrunde oder in der Vorbereitung Wosch, Waldorf, Balutschinski und. Und das kann so eine Mannschaft nicht so leicht wegsticken. Ich dachte, Yilmaz würde sich am Spielfeldrand fast entleiben. Sie haben dermaßen geschimpft und sich aufgeregt. Ich glaube, Sie waren böse auf Ihrer Mannschaft, weil so viele gute Chancen verpasst worden sind. Stimmt das? Und dann so blöde Sorge, wir haben kassiert, weil die Mannschaft waren, also gegen 10 Leute und 11 Leute sind wir waren. Und ich bin ganz enttäuscht, weil wir in Trabzon diese Sache erledigen können. Aber leider, Fußball ist so, wenn Sie nicht vorher Ihre Vorteile nicht benutzen können, dann können Sie verlieren. Wie hatten Sie Ihre Mannschaft denn bei Halbzeit eingestellt? Sie wussten ja, die kommen nur noch mit 10 Mann auf den Platz. Da kriegen wir nochmal, wir sehen Sie da. Und sie raufen sich die Haare und ich habe sie oft gesehen, da sie waren völlig verzweifelt. Was hatten sie denn gesagt? Was wollten sie machen? Wie wollten sie diesen 10 Bochumer Spielern jetzt begegnen? Hatten sie ein klein bisschen höher? Ja, ich habe gesagt, müssten wir also früh ein bisschen Gegner stören und das heißt, wir eine Vorchecking machen, weil die wenige Leute waren und wir haben schon gedacht, so gedacht, aber leider, wir haben nicht richtig gemacht, kann ich sagen. Und dann, was ich gesehen habe, die Köste war weg, wollten wir mit 3 Spitze spielen, 3-4-3 möchten wir spielen und am Ende, wir haben schon unsere Wechselverteidiger gewechselt. Sie haben die Abwehr ein bisschen geblößt. Noch Offensive möchten wir spielen, aber... Jetzt höre ich gerade, Rolf Töpperwien hat Peter Pechel, den wir als Spieler des Tages bezeichnet haben, am Mikrofon. Bitte. Ja, so ist es, Dieter Kürten, der Mann des Tages bei einem unvergesslichen Spiel im Ruhrstadion, wo es jetzt zu regnen beginnt, Peter Pechel. Alle sind voll des Lobes über den VfL und über Ihre persönliche grandiose Leistung. Sie haben ja längere Zeit nicht von Anfang an gespielt. Konnte man das erwarten? Ja gut, erstmal muss ich was korrigieren. Ich habe nicht alleine gut gespielt, sage ich mal. Ein Lob an die ganze Mannschaft, also was wir heute hier geleistet haben, was wir heute hier gekämpft haben und wie das Spiel überhaupt verlaufen ist, also sensationell für uns. Sie waren die letzte Viertelstunde meines Erachtens völlig kaputt, aber es konnte nicht mehr ausgewechselt werden. Ja gut, ich war 2 bis 3 Wochen verletzt. Ich habe kaum trainiert, nur leichtes Lauftraining gemacht. Und kam der Trainer am Sonntag zu mir, hat zu mir gesagt, du musst bitte versuchen, mal zu trainieren, ob es geht oder nicht. Also das ist wichtig, ich brauche mich. Aber ich habe Sonntag versucht, es ging ganz gut und ich bin jetzt fix und fertig. Nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit hat es mich so von Krämpfen gepackt, also ich bin fix und fertig. Kompliment, Peter, alles Gute. Und da ist noch einer gekommen, den wir gar nicht bestellt haben, der aber der Kapitän ist, Darius Wosch. Darius, ein Abend in Bochum, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Auf jeden Fall. Das, was der Trainer uns diese Woche erzählt hat, dass wir das Spiel mit 1-0 gewinnen sollen, hat leider nie geklappt. Aber ich glaube, die Zuschauer, was die heute erlebt haben, die werden von dem Spiel heute noch, glaube ich, träumen. Auch die Zuschauer beim ZDF waren, glaube ich, begeistert. Das war ein Riesenfußballabend. Es fing ja toll an, dann hatten sie einen Mann weniger und führten 5-1. Und dann wurde es aber ganz, ganz eng. Ja, mit 10 Mann macht man zu viel Fehler. Wir hätten noch normalerweise 6-1 machen müssen, 6-2. Also ich sage jetzt mal, wir sind wirklich zum Schluss glücklich in die nächste Runde gekommen, weil die Talking Spot noch ein paar Chancen hatte. Ganz schnelle Frage noch, habt ihr Kraft überhaupt gegen die Bayern zu spielen am Samstag?
Die Bayern müssen erstmal, glaube ich, morgen spielen. Die werden morgen auch Kraft lassen. Und ich bin froh, dass wir 90 Minuten gespielt haben. Danke für den tollen Fußballabend. Dariusz Wosz, bitte Dieter Kürten. Ich kann mir vorstellen, dass beiden kurz vor Schluss noch das Herz in die Hose gerutscht ist. Da gab es dieses 5:4, das aber abseits war. Wir können uns das nochmal anschauen. Sie haben es, glaube ich, noch gar nicht so gesehen. Misse, der dunkelhäutige Spieler, stand im Abseits. Und ich denke, Klaus Toppmöller hat mehrere Gebete zum Himmel geschickt, als er das... Müssten wir nochmal haben, dann in der Zeitlupe bitte. Da sieht man es dann deutlich. Kommt die Zeitlupe, ja. Also es gab hier eine zweifelhafte Entscheidung während der ersten Halbzeit, aber auch da hatten wir den Eindruck, es war abseits hier ziemlich klar. Aber das sieht man immer erst dann später auf dem Bildschirm. Sie dachten, das war es dann doch noch, oder? Ich weiß nicht. Meine Meinung nicht, weil die gleiche... Sie meinen, war nicht abseits? Nein. Klaus? Ja, der Schiri hat so entschieden. Wenn man bedenkt, was wir in den letzten Wochen für Punkte verloren haben durch falsche Entscheidungen, die nachher dann auch so gesehen wurden, dann glaube ich, sollte man es dabei belassen, dass der Schiri entscheidet. Wir haben es nochmal. Schau mal, wir haben ja den Strich gezogen. Also ich meine doch, bei der Ballabgabe. Ja, er spielt ja jetzt den Ball noch nicht. Er ist, wenn er den Fuß verlässt, genau, dann läuft er immer noch einen Schritt rein. Schießt den direkt ins Tor. Nee, Misse hat reingemacht. Misse Misse hat das dann, hat das Tor geschossen. Können wir nochmal haben, damit wir es ganz klar sehen. Ja, der kommt jetzt in den Ball. Nee, weißt du, die Szene nochmal, die dann zum Tor führt. Ja. Und dann lass mal durchlaufen, vielleicht gibt es das ja so auch in Zeitlupe. Also, wir wollen nicht lange richten und rechten. 5:4 wäre seine Erlösung gewesen und ihr Untergang, so ist es eben bei 5:3 geblieben. Klaus, wird das für Ihre Mannschaft jetzt im Hinblick auf die Fußball-Bundesliga einen Schub geben? Was glauben Sie? Bei K.O. sind sie alle, aber... Ja, natürlich wird das einen Schub geben. Man muss ja auch bedenken, dass jetzt die Spieler wieder fit sind und alle an Bord sind. Ich hoffe, dass am Samstag wieder Olaf Schreiber und Axel Sundermann wieder gesund sind. Aber heute hat es den Mirko Dickhardt leider mit einer Zerrung erwischt. Und da muss man abwarten, wenn die Mannschaft komplett ist und vor allen Dingen die Spieler, die ja in der ersten Reihe stehen, Peschel, Stickroth, Juran, die jetzt nicht gespielt haben zuletzt, dann glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ich denke, auch Sie können eigentlich zufrieden nach Hause fahren, denn Sie haben in den 8 Monaten, in denen Sie dort in Trabzonspor sind, eine ganze Menge erreicht, sind Tabellenzweiter. Sie sind auf einem guten Weg, oder? Ja, jetzt, wir haben ein Ziel, jetzt müssen wir unbedingt Meisterschaft haben, gewinnen, also die türkische Liga Champion sein. Und ab jetzt möchte ich dir viele Glück sagen in zweiter Runde, mein Freund. Danke, und ich wünsche dir die türkische Meisterschaft mit ganzem Herzen. Also, freundschaftlicher und schöner kann es ja nicht zu Ende gehen. Danke. Also ich denke, bevor wir zu den Toren nochmal kommen, denn die müssen wir uns nochmal ansehen, ja, diese Orgie, sollte man ein Wort verlieren. Ich glaube, wie die türkische Mannschaft hier aufgetreten ist, insbesondere die Trainer, zieht man den Hut, nicht? Sehr natürlich, sympathisch. Das ist eigentlich deren Mentalität. Und da sie alle uns auch noch ein bisschen gerne haben und dass man auch den deutschen Fußball liebt, sage ich mal, wenn sie schon verlieren wollen, dann am liebsten gegen uns, so gegen eine deutsche Mannschaft. Also gut. Hat sich der VfL damit aus der Krise gespielt? Nein, davon bin ich gar nicht überzeugt. Aber es hat eigentlich, was wir vor dem Spiel gesagt haben, dazu beigetragen, dass man weiß, was man kann. Und dass einige Spieler auch wissen, wo sie stehen. Und besonders in der zweiten Halbzeit war ich sehr enttäuscht, denn es waren zwei Spieler wirklich auf dem Platz bei VfL Bochum, der das Spiel, sage ich mal, noch positiv für die Türken beeinflusst hat. Balotinski hat eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde fast desolat gespielt als Einwechselspieler. Und auch, das war ein Torwartfehler, ein Torwart von der Klasse muss den Ball wegboxen. Das sind Dinge, der kippt ein Spiel. Dann ist die Freude natürlich nachher groß, aber manchmal kann es auch andersrum ausgehen. So, gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das muss man machen. Bereits ein Sergi Joran, ein prima Spiel gemacht, ist später ausgewechselt worden. Absolut. Haben wir die Szene? Ja, das sieht auch wiederum aus, wenn man nicht auf dem Platz ist, als wenn es abseits wäre. Das ist der entscheidende Fehler der Türken in der zweiten Halbzeit. Sie sind Überzahl und keiner deckt Press. Immer wieder sind Bochumer Spieler absolut frei und können sich dementsprechend auch verhalten. Nach jedem Tor haben sie aber eine... Aber jetzt guck mal hier, Achtung. Ja, also wir sind hier ja wahnsinnig fair. Hier kommt der Bart unter oben. Also ich würde sagen, das ist abseits. Ne? Ja. Ganz schnell wegnehmen. Ganz schnell wegnehmen die Szene. Ja, jetzt sind ganz wir sehr wegnehmen. Und Joran das Tor köpfen lassen. Ja. Aber wie viel stehen wieder drumherum? Die schauen, wie schön die Flanke ist, sehen aber nicht, dass zufällig ein Weißer dort steht. Man wird verrückt als Trainer, wenn man sowas erlebt. So hat dem VfL natürlich der mit 10 Mann die ganze zweite Halbzeit spielen musste Auftrieb gegeben. 4:1 dann in der 60. Minute. Wieder immer nur ein Agieren und ein Reagieren. Da, 3 Mann, das ist wie, als wenn wir Münchenspiel machen. Nicht? So kann man trainieren, aber so kann man keine Mannschaft pressdecken und unter Druck setzen mit 11 Leuten. Das ist der entscheidende Fehler, dass sie
zu weit vom Gegner sind. Mirko Dickhaut, tolles Spiel gemacht. Der von dir gescholtene Baluschinski hat dann aber eine gute Tat gehabt. Wirklich? Immerhin. Wirklich? Er hat nämlich in der 68. Minute entscheidenden Pass gegeben zum 5:1. Ja, das, man muss erst mal zusammenziehen. Das ja. Aber wenn ich heute Wosch gesehen habe, müsste er eigentlich schon über Wochen wieder topfit sein. Denn was der heute gelaufen ist, was der heute für eine Übersicht bewiesen hat, wie geschickt er im entscheidenden Moment das Spiel verzögert und schnell gemacht hat, für mich war das eine super Leistung heute. Man hat natürlich gedacht, nach 70 Minuten ist das Spiel gelaufen, 5:1. Man hat nicht damit gerechnet, dass die Türken nochmal zurückkommen. Aber das, glaube ich, ja, das war das Entscheidende. War es ihr Können oder war es der Fehler dann auch mit 5:2? Natürlich haben sie auch Fehler gemacht plötzlich bei uns hier hinten in der Abwehr, weil sie unter Druck standen. Aber dann erwartet man eigentlich, dass ein Torwart oder dass auch ein Spieler, der eingewechselt ist, alles rausholt. Und damit ist eigentlich die Zuweisung von den paar Fehlern, die Bochum gemacht hat, eigentlich bei den Spielern, die am meisten Ruhe haben. Der Torwart und der Eingewechselte. Die Spannung begann dann bei dem 5:2, als die türkische Mannschaft noch mal rankam. Da konnte alles passieren. Absolut. Jetzt kommt der Ball. Jetzt kommt der Schuss. Das ist natürlich wunderschön beim Training. Aber normalerweise muss man ihn zur Seite boxen. Ja, das ist. Er sieht ihn kommen. Er kann die Hände aufmachen und abklatschen lassen. Nur das, was er da macht, ist eine Vorlage für den Gegner. Und was noch schlimmer ist, er macht anschließend dem Abwehrspieler einen Vorwurf, warum er nicht da ist. So, und dann haben wir gedacht, na gut, okay, ist ja immer noch ein bisschen Luft. Aber wenn die Türken dann noch ein drittes Tor schießen, dann wird es natürlich ganz, ganz eng. Und genau das ist dann passiert in der 78. Minute. Und dann fing die Zitterei hier an. Ja, also das sind Tore, da kann ich eigentlich sagen, da kann man sich gegen wehren. Aber wenn man hinten drin steht, wenn man so ermüdet ist, kann sowas passieren. Gute Flanke, der springt nicht mal hoch. Also da hat auch der Torwart keine Schuld, der kann nicht rauskommen, weil der Ball so flach kommt. Da sind genügend Leute, die den Weg versperren. Gut, also dann damit also Zitterei hat sich für Bochum gelohnt am Ende. Ja, aber danach kam erstmal die Zitterei, denn jetzt war jeder Torschuss war eigentlich eine Entscheidung und es waren noch zwei, drei Sachen da auf beiden Seiten. Die eine haben wir eben gesehen. Ja, also da war alles möglich. Es hätte auch eine Minute vor Schluss hätte VfL Bochum noch abgeschossen werden Dennoch können. Dennoch denke ich, muss man die Tatsache, dass Bochum hier eine gesamte zweite Halbzeit mit 10 Mann gespielt hat, hoch bewerten. Ja, aber das ist ja nur dann möglich, wenn ein Gegner so wenig tut, dass man noch mehr unter Druck kommt. Und das haben die für meine Begriffe die Türken falsch gemacht. Aber das können sie auch nicht. Sie können sich da nicht so diszipliniert taktisch verhalten. Er sagte, sie hätten mit 3 Spitzen gespielt. Das stimmt. Aber sie haben dann hinten ohne 5 gespielt. Damit ist also der 4. deutsche Club im UEFA Cup weiter. Wir kommen gleich nochmal zu den Toren und den Ergebnissen der 3 anderen, die heute Nachmittag schon gespielt haben, wollen aber erstmal das Gewinnspiel auflösen. Wir hatten Sie gefragt, liebe Zuschauer, wie viele Nationalspieler, Spieler des VfL Bochum, haben bisher in der A-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt, also nicht nur im Aufgebot. Antwort 2. Jupp Tannhagen nämlich und Darius Wosch. Und die Gewinne sehen Sie jetzt.